Servus Leute zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Hex Shards of Fate mit Wooji Girl, der Elfenkriegerin und mir, dem Raptor. Dem Pack Raptor. Der Minnesänger, der Balthasar vom Blauen Feuer berichtet hat, hat nichts über Zwerge erwähnt. Wahrscheinlich sind sie kurz vor uns hier angekommen. Kannst du mir mehr über die Zwerge erzählen? Ja. Die Zwerge möchten die Welt und alles auf ihr zerstören. Wir Elfen leben nur für die Künste und die Schönheit, aber ein Zwerg ist nur damit besessen, entsetzliche Verwüstungsmaschinen zu entwerfen. Aber wenn die Zwerge die Welt zerstören, dann zerstören sie doch auch sich selbst. Ich möchte nicht so tun, als könnte ich die Denkweise von Steinwesen verstehen. Sie sind sicherlich brillant, können komplizierte Technologie benutzen, um verblüffende Maschinen zu bauen, aber sie nutzen ihre Ideenreichtum nur zur Zerstörung. Das ist ganz schön tragisch. Sorgt euch nicht zu sehr um die Zwerge. Während des Übergriffs der Unterwelt haben sie versucht, die Wildwurzelwälder und alles, was darin lebt, auszulöschen. Wenn Oberon sich nicht tapfer geopfert hätte, hätten sie das auch geschafft. Das ist ja schrecklich. Ja, nicht nur ihre Haut ist aus Stein, sondern auch ihre Herzen. Wir dürfen nicht zulassen, dass der gefallene Hexstein in die Hände dieser Steinmänner gerät. Ich stimme zu, in diesem Burghof gibt es wohl nur Trümmer und Steine. Lass uns weitergehen. Steine, also viele Zwerge. Ein Zwerg in schwerer Rüstung bewacht das östliche Torhaus. Zwei kleine Kreaturen aus Metall und Draht stehen... Stehen in Hab-Acht-Stellung und warten auf Befehle vom Zwerg. Stirb, Tunnelbewohner, im Namen von Titania! Genau durchdacht. Opfere einen Roboter, schicke eine Einheit deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers. Das sehen wir schon. Zwei Arbeitsroboter. Ah, deswegen die zwei. Cool. Elite-Kampftechniker. Er kann bestimmt was. Ja. Sehr gut. Ich darf anfangen. Der beginnt schon mal mit Arbeitsrobotern. Das ist nicht spielbar. Das ist schon besser. Deutlich besser. Ich konnte einfach nicht gewährleisten, dass ich hier meine Hand behalte. Dass ich einen grünen ziehe. Ein Wittelsplitter. Ansonsten wäre meine Hand useless gewesen. Hätte ich einen grünen gezogen, dann wäre sie natürlich episch, aber... Muss auch klappen. So, erstmal den wortgewandten Lyriker. Rüstungsschmied. Aha, noch ein Rüstungsschmied. So, ich krieg eine extra Ressource. Gut, gut. Nutzen wir, um hier die zwei auszuspielen. Ja, da lacht sie. Okay. Das ist das. Das sind Möglichkeiten. Das sind einige Möglichkeiten. Angriff. So, wer blockt was? Du und du blocken die. Du blockst den. Aha, aha. Wen will ich denn am Leben erhalten? Oh, prinzipiell dich. Sehr schön. Ich verliere zwar einen Elfen, aber habe dadurch zwei Roboter und einen Zwerg erledigt. Jo. Der hat einen Roboter geopfert und seine... Und er hat dadurch meine Karte wieder auf die Hand zurückgebracht. Nervig. Das ist was Schönes. Karten, die gebufft wurden, bleiben gebufft in diesem Spiel. Das sehen wir, glaube ich, zum ersten Mal jetzt gerade. Das ist echt nützlich. An meinem Hintern wird es ziemlich warm. Kann es sein? Oh, geht nicht. Na gut. Schnupf. Ihr wollt den blocken. Na gut. Wildnisaura auch noch draufsetzen. Dann kriegt er noch Crush und das ist eine 4-4. Das wollen wir ja gar nicht mal. Dass hier der Kriegsroboter reinkommt. Den brauchen wir überhaupt nicht. Wir machen dich vorher platt. Hoffentlich. Ja, der greift an. Dafür kann er nicht mehr für den Kriegskoloss tappen.
Mir fehlt grün. Okay, das Blöde ist, wenn er jetzt... Na, wenn er jetzt... Ah, sehr gut. Wenn er jetzt nämlich tappt, dann kann er zwar einen... Das gefällt mir. Rage noch. Dann kann er zwar den machen, aber er kann sein Ende nicht mehr verhindern. Genau, weil sie alle getappt sind. Ist auch eine Möglichkeit des Rams, einfach kleine Kreaturen haben und sie mit Buffs hochziehen. Ist eine Überlegung wert für ein einfaches Deck. Ich kann den Turm auf der anderen Seite sehen. Die Luft dort vorne glüht blau. Das ist sehr unnatürlich. Das muss der gefallene Saphir sein. Jawohl, und wenn die Zwerge und ihre schlimmen Maschinen es schon haben, werden sie es nicht so leicht wieder hergeben. Diese Steinmänner jagen mir keine Angst ein. Steinmänner. Hör zu, Elf. Dein Volk mit seinen spitzen Ohren, der piekfeine Kleidung und so ist mir nicht geheuer. Mit dir persönlich habe ich aber keinen Streit, also scher dich weg. Ihr seid es, der fliehen sollte, Schurke. Ah, interessant. Die Zwerge an sich sind also nicht so kriegslüstern. Die wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden und ihren Plan verfolgen. Und die sind jetzt nicht so blutdürstige Erzfeinde, nur Interessenskonfliktfeinde eher. Anders hier... Ja gut, die Coyotl, die würden mich wahrscheinlich auch in Ruhe lassen als Shinare, aber umgekehrt nicht. Und Orks und Wennen, die... Oder Menschen und Nekromanten, die töten sich. Ihr seid es, der fliehen sollte, Schurke. Sei vernünftig, Elf. Deine Art hat kein Interesse an den Hexsteinen. Ihr versteht ihre Kraft nicht. Ihr würdet den Meteor nur in kleine Stücke brechen, um ihn in eure glitzernden Schmuckstücke einzuarbeiten. Ihr werdet den Splitter nicht dazu benutzen, eure Maschinen der Zerstörung anzutreiben. Meine Geduld mit dir ist am Ende, du Schickimicki. Cool wäre, wenn er sowas wie Schicksal noch geschrieben hätte. Also wenn er auch aufs weibliche Elf gegangen wäre. Glendors ausgeklügelte Pläne. Erschaffe eine zufällige Plänekarte und bringe sie ins Spiel. Okay, die Pläne sind jetzt nicht so schwierig, wenn ich ihn schnell besiege. Von Zwergen und Robotern. Haben deine Artefakte in allen... Oh, das ist schon hässlicher. Solange ein Zwerg und einen Roboter kontrolliert. Ja, das ist eine gute Fähigkeit. Die Münze fällt und siegreich. Sehr gut. Was für eine grausame Hand. Hand behalten? Wenn ich eine Ressource bekomme, dann habe ich ausgesorgt. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Naja, wie immer halt. So, mein Freund. Yes! Okay, ich habe ausgesorgt, weil mit den Minnesängern kriege ich alles. Da kriege ich meine Wildnissplitter. Und die kann ich ja durch den da ausspielen. Mit einer Ressource. Oh oh, jetzt kosten die alle weniger. Und werden größer. Und ich habe ja auch noch das da. So, erst mit dem ausspielen. Dann im nächsten Zug. Die müsste ich vorausspielen. Ziehe eine Karte. Denk nicht, dass sie dann... Okay. Zu viel Text. Ach, ich hätte angreifen. Oh, ich hätte wirklich angreifen sollen. Mist, jetzt sind die Spam-Roboter nämlich größer geworden. Und die werden immer größer. Boah, ist das fies. Das ist... Der überwältigt mich gerade ein bisschen. Also ich habe da... Ich habe zwar jede Menge Ramp zur Verfügung, aber... Ich kann nicht viel damit machen. Naja, ich kann angreifen. Das ist schon mal... Ja, das ist schon mal wichtig. Okay. Ich glaube, ich will erstmal einen Spam-Roboter loswerden. Ne, richtig. Die machen mich zwar platt, aber... Worth. Absolut worth. Oh, ich hätte blocken können. Verflucht. Roboterwerkstatt. So, ich könnte rampen.
Erstmal ausspielen. Karte ziehen. Mhm, dank ihr. Gut. Wenn ich jetzt auf ihn haue, dann könnte ich die noch ausspielen. Ist aber gerade nicht wirklich notwendig. Es bringt mir nicht viel. Deswegen am besten sie wieder mit einer Wildniswaffe setzen, dann habe ich eine große Kreatur. Ich brauche mehr große Kreaturen, aber zum Glück gibt es ein paar günstige große Kreaturen. Die zwar nicht so toll sind, aber sie funktionieren, sagen wir es so. Sie funktionieren für meinen Plan, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Ich hätte einen 9. Brauche ich 9? Ich brauche eigentlich keine 9. Ich versetze ihm hier eine Aura. Spiele. Na komm, spiele ich dich nochmal. Ist ja nicht einzigartig. Angriff. Okay. Blockt einmal. Dann kriege ich einen kaputt. Ja, jetzt hätte ich gerne einen Ork. Orks können nämlich für 3 zuschlagen. Dann hätte ich nämlich schon auch gewonnen. Witzig wäre gewesen, wenn er den zurückverwandelt hätte. Oh, shit. Wie komme ich dann denn jetzt durch? Bitteschön. Oh ja, Karte ziehen. Das ist doch hervorragend. Ich muss einfach mehr Kreaturen bekommen als er und dann kann ich immer rennen. Ja, das ist eine Idee. Ich könnte zwar mit dem auch angreifen, aber dann wäre... Ja, der wäre dann tot. Das ist blöd. Wobei, jetzt habe ich mehr Kreaturen wie mein Gegner. Kann sogar eine noch killen und greife mit einfach mit allem an. Der hätte sogar falsch geblockt. Bast. Hexstein gehört uns! Ja! Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet, Wuji Girl. Der Schurke mit dem Steinherzen und seine verhexten Maschinen haben ihr Schicksal verdient. Was jetzt? Ich werde hier bleiben, um den Saphir zu beschützen. Ihr solltet nach Satyras zurückkehren. Und Balthasar nach Verstärkung fragen. Satyr Rast. Ach, deswegen. Und kurz Rast. Blöder Name irgendwie. Egal. Der Splitter wird zum Arundel-Palast gebracht, um analysiert und verwahrt zu werden. Das werde ich tun. Es war mir eine Ehre, heute mit euch zu dienen, Wuji Girl. Ich werde schnellstmöglich zur Rast zurückkehren. Um mit euch einen Trauerbeerenwein zu trinken, gehabt euch wohl. Lebt wohl, holde Lady. Ja, ich habe tatsächlich Sternenstab. Wahrscheinlich gibt es das extra. Wenn es extra gibt, dann ist es wiederum gut. Seltener Sternenstab ist, glaube ich, 5 Platin wert. Wow! Kaum der Rede wert. Ah, der tapfere Eroberer kehrt zurück. Meine biedersten Grüße an den kühnen Held Crayburns. Macht ihr euch über mich lustig? Gott bewahre, meine Ehrfurcht ist wahrhaftig. Mein Freund, ich habe schon über deine Heldentaten zusammen mit Nerissa in den Ruinen gehört. Ich habe bereits den ersten Strophen meines Heldenepos über deine Irrungen und Wirrungen verfasst. Wir haben uns durch eine Legion von Steinmännern und ihren mörderischen Robotern gekämpft. Trinken wir zusammen, Freunde, auf den Retter des Hexstücks, auf den Beschützer der Saphirflamme. Flammen, auf den Helden von Crayburn. Nicht vergessen, der Roboter Schlechter. So endet also der Vorort, das Vorwort deines Epos. Nun beginnen mit dem ersten Akt. Welche Herausforderungen wird unser Held meistern müssen? Wir werden sehen. Level 2! Karten. Nerissa, du willst mitkommen. Sehr gut. Zielkarten. Oh ja, sehr gut. Schnelligkeit. Und ich glaube, per Item kann sie auch Erstschlag bekommen. Ziemlich nützlich. Insignien, eine von dir kann. Das ist gar nicht mehr so schlecht, finde ich. In einem Deck, wo ich alles an Ramp brauche. Die sind gut. Ist ein Elf. Ist auch ein Elf.
Hauptgesprächsthema der Feier ist, wie tapfer du die Situation in Crayburn gemeistert hast. Heb die Gläser auf den Eroberern von Crayburn. Robot Slayer. Darauf trinke ich. Kann es sein, dass wenn ein Splitter vom Himmel fiel, es noch einen anderen gibt, der ungesehen herabstürzt? Oder gar ein Dutzend? Es muss noch weitere gefallene Splitter geben. Das ist nur logisch, nicht wahr? Vielleicht sogar hier, im Wildwurzelwald. Du hast mich inspiriert. Ich mache mich gleich auf, um nach ihnen zu suchen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich wünsche dir viel Glück. Halte mir bis zu meiner Rückkehr den Wein kühl. Bist du bereit jetzt zum Blablabla? Ja! So, das war der Prolog. Also, eigentlich wollen wir lieber Party machen, anstatt hier. Aber ich wurde hier inspiriert, hier. Geile Family und so, alles. Alles super, läuft alles. Okay. Das Deck an sich ist grauenvoll. Okay, wir haben Rot, Grün und interessanterweise. Da muss auf jeden Fall Adaptatron rein. Der muss auf jeden Fall. Der kann nicht fehlen. Naja. Was gibt es an Fähigkeiten? Talentbaum. Was habe ich eigentlich hier als Fähigkeit? Das, ja, das. Was gibt es denn ab 15? Du beginnst das Spiel mit 2 Aufladungen, wenn du mehr als 30 seltene legendäre Karten und oder. Oder Karten mit erweiterten alternativen Designs in deinem Deck hast. Oh, da muss ich ja den Sternstaub nutzen. Aber das ist interessant. Das ist richtig cool. Das bedeutet... Naja, ich mag ehrlich gesagt diese Extended Arts überhaupt nicht. Die Karten, die ich aus Versehen mal, um es zu testen, umgewandelt habe, habe ich lieber gleich so günstig wie möglich verscherbelt. Weil... Na, ich weiß nicht. Ich möchte die Karte lieber richtig sehen. Und das kann man irgendwie nicht zurückstellen. Das ist blöd. Das müsste dann optional zurückstellbar sein. Dann wäre es okay. Aber prinzipiell, na gut, Level 15, also nicht so nah in naher Zukunft, aber trotzdem interessant, mit 2 Aufladungen zu beginnen. So, deine ausgebildeten Einheiten in allen Zonen mit Kosten von 5 oder mehr haben plus... Das wird so ein geiles Ramp-Deck, ich brauche bloß die Karten dazu. Genau, Wut. Da mal, damit 2 Aufladungen, da noch mit 2 Aufladen, also könnte ich das... Boah, das stelle ich mir ziemlich... heftig vor. Rein theoretisch kann ich dann im ersten Zug ja, gleich eine Dreierkarte spielen, weil prinzipiell im ersten Zug Ressource ausspielen, zuschlagen und ich habe 3 Ressourcen. Sämtlicher Gefechtsschaden, der Champions, die Champions zugefügt wird, ist um 1 erhöht. Gilt auch für mich. Deine Kampf-Champions-Versuche... Das ist also gut für eher für Ram. Nicht für Ram, für Agro. Ich weiß nicht, ob das eine nützliche Fähigkeit für mich ist. Das auf jeden Fall ist ganz nett. Besonders... Oh, das kostet gar nichts. Das kostet 0 Punkte. Das sehe ich jetzt erst. Das ist ja cool. Dann nimmst du auf jeden Fall mit. Weil prinzipiell, ich habe ja durch meine... Dadurch, dass wir 11 sind, haben wir plus 6 Lebenspunkte. Und dadurch, dass ich das nehme, habe ich minus 1 insgesamt. Also ich bin minus 1... Hab minus 1 Lebenspunkt, dafür 2 Aufladungen jedes Mal. Als Unterschied zu anderen Kriegern. Das ist cool. Erhältst du eine Aufladung, wenn ich einen Krieger ausspiele? Ja, gut. Deine Kampf-Champions-Fähigkeit kostet minus 1. Dann könnte ich sogar... cool. Kämpfe fügt noch mehr Schaden zu. Also... hier Schaden, da kann man ganz schön ordentlich Schaden raushauen. Okay, das ist dann ein Removal, der einfach so funktioniert. Cool. Das passiert nicht. Kämpfen fügt plus 1 Schaden, ja, das hatten wir schon. Wenn du mit deiner Kampf-Champion-Fähigkeit einen Champion als Ziel wirst, wirfst du eine zufällige Karte ab. Ja, das gefällt mir. Das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Wenn du zu Beginn des Spiels 10 oder mehr Einheiten im Deck und oder auf deiner Hand hast, erhalten 5. Das passiert auf jeden Fall. Ausgebildet. Plus 1, plus 1. Und alle größeren Kreaturen kriegen nochmal plus 1, plus 1. Das ist nicht schlecht. Das ist auch ganz nice, finde ich.
Du kannst nie als Erster spielen. Das hasse ich. Das will ich nicht. Aber kostet auch 0 Punkte. Rein theoretisch könnte ich... Nee, ich möchte als Erster spielen. Ich möchte immer als Erster spielen. Ich möchte im Gegenteil. Ich möchte eine Fähigkeit, die mich als Erster spielen lässt. Immer. Dieses Scheiß. Naja. Ausgebildete Einheiten erhalten Schnelligkeit. Ich glaube, das... Ja, machen wir erstmal das dann. Kriegsergeschicklichkeit. Dass ich meine Fähigkeit öfter einsetzen kann. Talente speichern. Wusch, Lebenspunkte geopfert für Aufladung und Kampffähigkeit kostet weniger. Ja, bis zum nächsten Mal muss ich mir auf jeden Fall überlegen, was ich ins Deck reinpacke. Ich weiß auf jeden Fall, bei dieser Aufteilung, mich wundert sowieso, dass ich hier Artefakte irgendwie was Gutes habe. Weil Artefakte sollten eher bei den Zwergen sein und so. Aber zwei Rare-Artefakte, das bedeutet auf jeden Fall zwei Adaptatrons rein. Was ich sonst noch reinpacke, wie es mit den Elfen aussieht und ob ich vielleicht ein paar Ramp-Sachen habe. Ja. Hier, ich bin ja schon ein Raptor, also ich habe mir erstmal überlegt, vielleicht haue ich mal ein paar Dinos rein. Probier das mal aus. Oh, aber das, für was ich mich im Endeffekt entscheide, das sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.